Liebe Schwestern, liebe Brüder, wie immer stellt sich die Frage, was wir mit diesem Evangelium, mit dieser Geschichte, die da Jesus so harmlos klingend den Jüngern erzählt, was wir damit machen sollen. Ist das eine gute Geschichte? Lassen wir den heute zu Ende gehenden oder zu Ende gegangenen Wahlkampf an uns vorüberziehen. Diese Geschichte eignet sich wenig für ein Parteiprogramm. Oder sie würde bestimmte Parteien in einem ganz gewissen Spektrum sicher auf den Plan rufen. Das ist zutiefst ungerecht. Mehr Gerechtigkeit wäre das erste Plakat, das wir unter dieses Evangelium oder drüber hängen müssten. Ist dieser Herr nicht wirklich ungerecht? Was ist mit Tarifvereinbarungen? Gut, könnte man einwenden, die sind ja getroffen. Es gibt eine klare Absprache über die Entlohnung. Einen Denar. Und das heißt damals, womit man einen Tag leben kann. Der Denar ist das, was man ungefähr so einen Tag braucht, um sich ernähren zu können. Trotzdem bleibt uns irgendwie, egal wie wir das dann einordnen, ein Unwohlsein. Weil wir natürlich schnell dahin gehen, das als Muster zu nehmen und sagen, ja, aber kann man denn so Gesellschaft gestalten? Geht das denn in der Kirche so? Und damit sind wir schon eigentlich sehr nah beim Problem. Denn genau das tut Jesus nicht. Uns ein gesellschaftliches Modell vorstellen oder sozusagen eine Beratungsagentur für Gewerkschaften oder Parteien. Das will Jesus nicht. Wie kommt Jesus zu einer solchen Geschichte? Wenn wir Jesus beobachten, wenn wir ihm zuhören, nimmt er sehr genau, auch in seinem Jüngerkreis, mit denen, die ihm folgen, die er berufen hat, die Spannungen wahr, die es dort gibt. Wir sollten uns doch nicht vorstellen, dass das eine heile Weltveranstaltung war. Heile Welt bringt Jesus allein. Aber schon in seinem Jüngerkreis sehen wir, und wenn wir die Evangelien kennen, wenn wir sie lesen, merken wir, dass es Spannungen gibt. Die einen ärgern sich über die anderen, weil sie vorlaut sind oder ungebührliche Forderungen stellen. Bis hin am Ende zum Verrat oder dazu, dass sie alle weglaufen. Jesus nimmt das wahr. Damals wie heute, er nimmt es wahr. Und er will, dass wir damit umgehen. Und so ist eine erste Ebene in diesem Evangelium im Jüngerkreis wie zu jeder Zeit der Kirche, auch heute, auch hier bei uns. Dass es manchmal einen Ärger gibt über die, die neu sind. Denn die Neuen erfordern mehr Aufmerksamkeit. Kannst mal wieder sehen, der Pastor schwätzt jetzt wieder nur mit deinen Neuen. Wir kommen ja immer, aber mit uns schwätzt er ja nicht, uns beguckt er ja gar nicht. Oder ist das ganz weit hergeholt? Entschuldigung, es ist nicht genau perfekt im Dialekt, aber ich versuche, mich in die Gedanken hineinzuversetzen. Die, die immer dazugehören, die fühlen sich oft übergangen. Es wird immer als selbstverständlich vorausgesetzt, dass wir kommen. Aber eines Tages zeigen wir es ihm, da kommen wir mal einmal nicht und dann merkt er das auch. Spricht er vielleicht auch mit uns. Das ist zunächst ein ganz normaler menschlicher Vorgang. Wir nennen das, Jesus benennt es auch so, Neid, Eifersucht. Zurückgesetzt wird, das mögen wir nicht. Wenn Sie sich jetzt auf die andere Seite denken, ist es auch klar, man ist sehr froh um die, die immer da sind, auch wenn man das nicht immer zeigt. Und die, die neu sind, über die ist man sehr froh, weil das nicht selbstverständlich ist. Natürlich erfordern die mehr Aufmerksamkeit, vielleicht manchmal mehr als gut ist, weil allzu viel Aufmerksamkeit lässt sie dann auch wieder schnell Adieu sagen. Aber das ist so eine erste Ebene, die Jesus schon im Jüngerkreis wahrnimmt. Denn auch da gibt es später Berufene. Und die Jünger der ersten Stunde sagen, oh, das ist ein Neuer. Der weiß ja noch gar nicht so richtig Bescheid. Aber manchmal lernen eben auch, oder in klösterlichen Gemeinschaften ist das auch so. Deshalb die tiefe Weisheit, die Benedikt in seiner Regel sagt, man soll auch auf die Jüngeren hören, denn ihnen gibt der Herr zuweilen das ein, was richtig ist. Auch das gilt immer. Aber das ist nur eine erste Ebene. Wir sollten vielleicht doch tiefer sehen.
Denn was ist das Heilmittel gegen diese Gefühle, die wir haben, menschlich? Jesus lenkt die ganze Aufmerksamkeit dieser Geschichte auf das Handeln des Herrn. Und vielleicht ist es das, was wir gerade heute, sicher zu jeder Zeit der Kirchengeschichte, aber gerade auch heute, neu lernen müssen. Dass wir uns nicht aufhalten in irgendwelchen moralischen Appellen. Manchmal wird man dessen so müde, die kommen ja von allen Seiten und die Kirche macht dann auch noch mit. Das ist einfach, boah, jetzt hat man schon zu viel. Wir werden heute Abend sehen, ob wir die Quittung dafür bekommen mit diesen ganzen moralischen Appellen. Es gibt Gegenreaktionen, ganz normal. Und viele Leute können das nicht mehr haben. Das heißt nicht, dass sie dann schon moralisch perfekt sind. Aber Lernen, das ist ein altes, uraltes pädagogisches Prinzip, geschieht in Nachahmung, nicht in Appellen, die hier rein und da rausgehen. In Nachahmung. Es ist das gute Vorbild. Deshalb wäre die Kirche gut beraten, das zu tun, endlich zu tun, was Jesus sagt. Und nicht daraus irgendwelche ethischen Impulschen herausziehen, die man dann meint, in homöopathischer Dosis unter die Bevölkerung bringen zu müssen. Natürlich nicht zu viel. Zeigefinger mögen wir ja nicht. Den Herrn sollen wir nachahmen. Und dann ist es eben auch in der Kirche so, es sollte so sein, dass die Letzten die Ersten sind. Gerade das Matthäus-Evangelium, das wir in diesem Lesejahr lesen, hat das so stark. Die Stimme Jesu ist doch so stark. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater im Himmel ist. Seid vollkommen wie der himmlische Vater. Immer geht es um die Nachahmung Gottes. Auch hier. Es stellt sich hier nicht ein sozial-ethisches Gerechtigkeitsproblem, sondern dieser Herr ist gut, er gibt, was man zum Leben braucht. Unabhängig von der Leistung, unabhängig davon, wie man sich da abgerackert hat. Wir können immer wieder dieses schöne Wort, das uns Augustinus erzählt, dass es Ambrosius auf seinem Sterbebett gesprochen hat, das können wir immer wieder erinnern und als Lebensdevise quasi mitnehmen. Wir haben einen guten Herrn. Und darauf muss unser Blick gehen. Die Kirche ist immer wieder, vom Jüngerkreis angefangen bis heute, gefährdet, dass es solche Risse gibt durch diese menschlichen Regungen von Neid und Eifersucht und bevorzugt werden und zurückgesetzt werden. Und damit halten wir uns dann ewig auf. Wen wir aus dem Blick verlieren, ist diesen guten Herrn, um den es geht. Der mit dem, was ihm gehört, tun kann, was er will. Aber zu wissen, dass er gut ist, das muss uns eigentlich genügen. Das heißt, dieses Evangelium, Jesus lädt uns heute ein, nicht zu sehr uns in diesen Oberflächen aufzuhalten, in der allgemeinen Ratlosigkeit, die auch in der Kirche herrscht, sondern eine Tiefendimension wieder zu gewinnen. Tiefer sehen zu lernen auf diesen guten Herrn. Uns an ihm festzumachen, uns von ihm her zu verstehen. Um genau daraus zu leben. Das ist kein kurzfristiges Programm, kein schnell hingeklebtes Plakat oder ein flotter Spruch. Das ist eine Haltung, die wir ein Leben lang lernen müssen, aber die sich lohnt, weil wir dann wirklich die Kirche dessen sind, dessen Namen wir tragen.